Hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Lautschmar und ich begrüße euch wieder bei der Topspielprognose. Und nicht nur ich bin wieder am Start, natürlich auch wieder Schnabbi84. Hallihallo. Ja, servus. Und grüß ihr habt euch. Uns ja heute eventuell schon mal gesehen, ja. Weil wir hatten ja schon das 18:30 Topspiel. Jetzt haben wir 20:30 Topspiel, ja, mit dem VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Der liebe Schnappi hat diesmal gedacht, ich will mal die Schwaben nehmen. Und gut, nehme ich Leipzig. Warum nicht? Rasenballsport, Leipzig. Sehr gerne. Mama. Ist, glaube ich, was hast du gesagt? Siebter gegen Dritter, ne? 10 Punkte Unterschied. Ja. Aber, ja, die Schwaben tun sich jetzt mittlerweile richtig gut in der ersten Liga. Ne? Ja, die haben einen Lauf. Ne? Das ist, ja. Das muss man ja einfach mal sagen. Da läuft's gut. RB Leipzig ähnlich gut mit Nagelsmann. Das funktioniert einfach, das matcht. So, ich glaube, ich nehme das. Ich glaube, das ich finde es schön. Ich finde das mega. Ja, ne, das ist richtig. Ich bin echt am Überlegen, ob ich mir das nicht mal hole, ey. Ich glaube, so ein Trikot kriegst du nicht nochmal. Ja, wer hätte gedacht, ne, dass du dir auch gerade vom aktuellen Tabellenführer der zweiten Liga das Trikot geholt hast, ne? Wer hätte gedacht, dass Holstein. Ach so, ja, von Holstein Kiel. Holstein Kiel momentan Tabellenführer. Krass. Echt krass. Und wow. Das sogar richtig, die sind echt gut drauf, ey. Ja, ja. Auf jeden Fall. So, ich glaube, da hatten wir schon mal. Also ich kenne ja gar keinen bei Stuttgart. Nee, gar nicht, wen man hier nehmen soll. Am besten einfach lassen. Ja. Der Castro spielt. Ja, ich lasse auch. Das ist eine interessante Aufstellung, was sie da haben. Ich bin mal sehr gespannt. Aber sollen wir ihn davon lassen anstatt Stings? Ich bin großer Paulsen-Fan, deswegen. Lass mal auf mal. Mhm. Ja, also Paulsen muss Olmo. Eigentlich immer spielen. Olmo, ich weiß nicht. Machen wir ihn hier. Aber das ist okay. Das ist soweit okay. Oh, Klostermann. Klostermann ist hier nur auf. Aber okay, dann. Na komm. Lassen wir mal hier drin. So. Leimer, ach Gott. Ja, aber wir lassen es jetzt erstmal so. Angelino, oh ja, der ist auch. Und Gulasch natürlich im Tor. Ganz klar. Gulasch, ja. Ja. Leider kein Werner mehr. Der tut sich ja aktuell in London etwas schwer. Er hat zwar auch schon hier und da getroffen, aber gut, ist eine andere Liga. Premier League ist natürlich auch nochmal was ganz anderes. Kampfbetont, viel ja. Mehr Spiele, ne, in kurzer Zeit und so weiter und so fort. Da muss man erstmal mit klarkommen. Ein Havertz trifft es da momentan sogar noch schwerer. Ist halt keine Bundesliga, ne? Aber wie hat schon Lambert gesagt, einfach ein bisschen Zeit geben. Die Jungs werden sich da schon dran gewöhnen. Und sind ja nicht die ersten England-Legionäre, die den Sprung dahin gemacht haben und es gut gemeistert haben. Anders sieht es für Rüdiger aus, ne? Auch ja ein ehemaliger Stuttgarter. Der könnte sogar jetzt im Winter einen neuen Verein eventuell kriegen, kommen, wechseln, etc. pp. So, wir sind natürlich in der wunderschönen Mercedes-Benz-Arena. Das ist so toll mit den Lizenzen jetzt, ne? Das auf macht jeden Fall, Spaß, das macht Spaß, einfach in den richtigen Stadien zu spielen und so weiter und so fort.
Das macht schon richtig Laune. Ja. Und soweit ich auch was mitgekriegt habe, soll ja jetzt auch noch das Stuttgart, nee, das Freiburg Stadion auch noch ins 21er implementiert worden sein oder wird noch kommen jetzt auf jeden Fall. Also noch einige Okay. Leeds, das Leeds-Stadion kam ja jetzt noch nach und Freiburg soll es Die ebenso. Frage ist halt, wie sie das mit dem Bau schaffen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die da aktuell sind. Wegen Corona. Oh. Rosberg probiert. Oh! Alter, jetzt ernsthaft? Alter, nee, es war Campbell. Kampel, was waren das bitte? Alter Verwalter. Nicht im Ernst. Campbell macht halt einfach mal. Aber guck mal, aber was für ein Strich, da war ja. Nee. Nicht schlecht in der sechsten Minute. Oh, das ist ein Schock jetzt auf jeden Und Fall. die Schwabe. Hallo, der Segel. Gleich in der 6 Minuten, der Drecksack, ja. Hätte ich das gedenkt, wäre ich nicht ins Stadion gegangen. Nein, Hallo, ich kann ja gar nicht ins Stadion gehen. Ich kann mir das nicht daheim angucken. Ich gucke mir es nicht mehr an. Hannelore, ich gucke mir kein Spiel mehr vom VfB an. Ich sag's jedes Mal. Ja, so ist es. Ja, man kennt's. Ich kenn's auch immer, wenn ich im Stadion war. Ich hab mir zum letzten Ja. Mal Dauercard geholt. Nächstes Jahr nichts mehr. Und nächstes Jahr schon wieder. Und die gleichen Sprüche. Ach, es ist so schön. Aber davon Das lebt ja der Schlimme ist ja, wenn Fußball. du eine, ja, das Schlimme ist ja, wenn du eine Dauerkarte abgibst, so schnell kriegst du ja nie wieder eine. Das ist. Absolut, ja, dann bist du erstmal raus. Uah, Oh. aber. Der sah gar nicht so gefährlich aus. Ja. Aber da der Der Gulasch. Angriff. Gulagi, Gulatschki. Hat sich da. Ja, wow, und schon gleich wieder. Ah, Stuttgarter. Wenig beeindruckt von dem frühen Tor der Leipziger. Alter Schwede. Jeder Stuttgarter in der Hälfte der Leipziger. Ja, jetzt wollen sie hier natürlich Druck machen, ne? Oh, jetzt kommt der Ist Konter. Forsberg. Der Emil. Ah, rechtzeitig noch. Gestoppt. Nicht schlecht. Ah, die Stuttgarter haben halt auch Oh. ein paar schnelle Leute. Ah, sehr gut. Ja, davon können sie leben momentan. Dass sie vieles durchschauen. Auch hier wieder. Mal da. Oh, sehr gut, Nein, sehr warum gut. Und da ziehen? ist es. Aber abseits. Echt? Ja. Ich wollte eigentlich quer spielen. Ich Aber sah, das sah trotzdem. gar nicht aus wie abseits, Ja, aber Gulasch beschwert sich naja, trotzdem. egal. Weil er sagt, so darf das. So darf der nicht zum Abschluss kommen. So, da ist er, Angelino. Rosberg setzt sich da durch. Guckt, ob einer mitgelaufen ist. Der Emil. Ich. Oh, abseits, scheiße. Glaube, das war aber noch der Fünfte wegen Abseits, ja. Ja. Ah, gut gestanden, da haben sie gut gestanden. Oh, der kommt. Ah, Ah. schade.
Halsterberg. Muss da schon. Ja, die Stuttgarter lassen auf jeden Fall nicht nach. Sprinterqualitäten. Forsberg, kann er sich durchsetzen? Da kommt noch einer zur Hilfe von den Stuttgartern. Sehr gut. Hier ist er wieder, Forsberg. Hier haben wir Paulsen, aber Paulsen konnte bisher noch gar keine Akzente setzen. Oh, 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 oh. Und da ist es diesmal fair and square. Das 1:1 um die Derby. Der hier den Wurm macht. Ja, ein wichtiges Tor. So, hier ist wieder Angelino, aber hier kann er abgebremst werden. Wieso geht denn da keiner hin, ey? Was ist denn hier los? Die Derby? Oh Gott. Aber der verunglückt ihm, oh. Aber! Oh. Du schießt einen Abpraller. Ah. Was denn jetzt? Und jetzt, ja, keine Hä? Ahnung. Abseits bei, oder was? Bei der Ball im Spiel. Er hat auch spät gepfiffen, das Abseits. Oh. Oh, das war Glück. Oh, der ist schnell. Gonzales. Boah. Oh. Knapp. Oh. Oh. Oh, ein Heber, oh. Und Kopfball, Hamad. Und da ist es. Hamad, da ist es. Da ist es. Kurz vor der Halbzeit. Ja, zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Genau. Wie hab ich diesen Spruch immer gehasst. Ja, und der Abiturient nennt das antizipiert, ne? Genau. Wer kennt's nicht? Ah. Ja, überraschend. Aber überraschend hat, auf jeden Fall. Ja, Sabitzer auf jeden Fall sehr zurückhaltend. Haben wir hier noch gar nicht großartig gesehen. Aber auch Paulsen bisher. Ne? Bisher die stärkste Leistung wirklich nach 6 Minuten. Man sieht ja Schüsse, 11:2 Schüsse. Na, krass. Ballbesitz sind ziemlich ja, gleich. Gut, ja, die Stuttgarter. 4 Stück nur aufs Tor, ne? Sehr, sehr, sehr aggressiv. So. Und die Leipziger nehmen gleich 3 Veränderungen vor. Oh. Und das schon zur Halbzeit. Ja, anscheinend war Nagelsmann hier und da nicht zufrieden mit der ein oder anderen Einstellung. Und da haben wir einen neuen Mann, den Olmo. Und, Olmo oh. kann sowas Dreckiges wieder machen. Aber wieder so ein dreckiges Tor, ja. Ein Joker zündet. Also Nagelsmann alles richtig gemacht.
Ja, da kann man natürlich nichts machen. Ja, klar. Da haben die Stuttgarter auf jeden Fall keine Schuld. Oh, er bleibt am Ball. Oh, was war das? Eieieiei, komm, lauf! Was ist denn da los, ey? So, Sabitzer, jetzt sieht man zum ersten Mal eine Aktion, aber ja. Jetzt hat er nochmal Glück gehabt. Oh. Oh! Ei, Oh mein ei, Gott! ei. Spannung pur. Aber Nagelsmann scheint an den richtigen Oh. Schrauben gedreht zu haben. Jedenfalls sehen wir eine junge, hungrige Leipziger Mannschaft, die auf jeden Fall jetzt Oh, ihr den werdet verdrückt. Stuttgartern ein bisschen mehr Gegenwehr bieten will, als es jetzt in der ersten Was ist denn Halbzeit. hier los jetzt? Sorloth, auch ein eingewechselter. Hei, Oh, den Namen kann ich nicht aussprechen. hei. War doch der, der gegen Werder Bremen dieses Schleichtor gemacht hat, glaube ich. Forsberg. Forsberg. Ah, aber nee. Hat er selber ver Ah! Oh. Hat er selber versucht. Und da kriegen sie so ein Geschenk, ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk von den Stuttgarter und sie nutzen es nicht. Was denn du? Abseits jetzt Kommt der schon schon. wieder mit Abseits, ey? Konaté. Arsch. Leimer. Irgendwie gefällt mir die Abwehr nicht so wirklich. Das war ein schwacher Einwurf. Und der war gut angenommen, der war sehr gut angenommen. Aber Gulasch ist da. Mangala geht. Förster kommt. Der Förster kommt. Da ist er hier. Wamangituka, keine Ahnung. Ich hab's versucht. Da. Ui. Was hatte denn Gulasch vor? Leimer, der gefällt mir sehr gut auf der Seite. Alter Schwede. Alter, Aber was war abseits wieder, Freistoß. oder was? Oder was jetzt? Was gibt's? Oh. Freistoß, da war ein Oha, Foul. oha. Er wird Aber ich aber. weiß nicht wo. Im Strafraum. Was? Was ist jetzt? Oh, Elfmeter? oha. Es gibt Elfmeter für Och Leipzig. nein. Oha. Nein. Und war man Gittigur. Geht raus. Scheiße. Oh je, jetzt muss Ich habe aber das gar nicht gesehen. auch noch Das verwandeln. muss wieder im Effekt passiert sein. Ja. Und die Leipziger machen's. Ah. Ja, ärgerlich. Halsterberg war es, oder? Ja. Eine Ja, nicht mehr Chance. gut. Alsterberg darf sogar ran. Ey, ich habe gar nichts gedrückt, ich habe gar nichts gesehen. Ey. Naja,
Kann man nichts machen. Was passiert ist, ist passiert. So, aber es bleibt ja noch, wir sind zwar schon in der Schlussphase, aber es bleibt ja noch Zeit für die Stuttgarter. Das aus über. Und das war Eigentor. Das war Eigentor. Wobei, gut, man kann schon dem Stuttgarter diesen Treffer zurechnen. Aber natürlich hat der Leipziger den Ball nochmal. Oh. Ja. 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 Ja, es wird auch als Eigentor gewertet, ja. Eieieiei. So. Geht jetzt was noch was? Ein Spiel. Och, die laufen schon wieder, als hätten sie Beton unter den Füßen, ey. Kann nicht wahr sein. Raus das Ding. Ja, genau. Boah. Genau. Boah. Und wieder. Alter, warte mal. Oh. Danke. Leimer gefällt mir richtig gut. Also vom Fußballspiel jetzt her. Da musst du hin. Oh, was war das für eine Flanke? Dranbleiben, Leute. Jetzt nicht nachlassen hier. Zollert. Ach nee, das ist wieder so ein. Oh. Nein, ey. Also, das kann ich wieder nicht und nachvollziehen. Und Kampel? Ganz ehrlich, ey. Ach, ist das ärgerlich. Das ist definitiv ärgerlich. Da kommen sie alle geflitzt. Und der Gulasch freut sich auch seines Lebens. Ist es das entscheidende Mann, Tor? Mann, Mann, Mann. Wie kann ja. man da nicht dranbleiben? So. So, jetzt hat der Stuttgart nichts zu verlieren. Volle Offensive. Genau. Noch ist nichts vorbei. Wir müssen aufs Unentschieden spielen. Och nee. Jetzt. So, jetzt rennen da wieder. Wenn ich schon sehe, wie die alle Boah. Laufen, dann weiß ich schon Bescheid. Alter Verwalter. Alter Verwalter. Da hat's so gut angefangen, ne? Oi! Oi, 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 oi! Und da ist es! Da ist es! Da ist es! Was für ein Spiel! Jetzt kommt noch mal ein Moment. Jawohl! Oh, guck mal, Polizei muss. Oh, die Polizei muss sogar die Fans aufhalten. Hast ja, du das gesehen? Platzsturm. Geil. Oh, jetzt. Oh, flippen sie alles. 4 zu 4. Geil. Guck mal, wie die aussehen. Nee, ich werd bekloppt hier. Das ist der Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn, oh, die Dami! Nice. Ich knutsch die! Oh, 3 Minuten. Jetzt bloß keinen Mist bauen. Oh! Oh. Ja, ich sag noch, bloß keinen Mist bauen und jetzt gibt's ja, gelb-rot. Echt? Ja. Ah, oder? Gut. Der hatte doch schon, oder? Nee, war nicht. Weiß es jetzt gar nicht. Ich dachte. Stimmt, bei dem Elfmeter gab es gar keine gelbe Karte. Ja, schon mal. Ach nee, komm. Jetzt raus das Ding. Oh. So. Und der haut den gleich wieder raus, hat gar nicht gedrückt. Aber okay. Wow, what? 4-4. Was für ein Spiel. Liebe Leute von heute, 4-4. Alter, wie krass. Ja. Was für ein Spiel. Top-Spiel. Allen Ehren wert. Da kann man nichts sagen. Da war für den neutralen Zuschauer alles mit dabei, was es
was so ein Spiel braucht, ja. Dramatik, pur, Spannung, alles. Richtig. Bloß die Schokolade hat gefehlt, ne? Ja. Ja, aber sehr, sehr geil. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Das neue Jahr fängt schon gleich mit so vielen tollen Spielen an, die echt richtig gut entspannt sind. Macht auf jeden Fall Spaß. Und eine Neuerung gleich in diesem Jahr, können wir schon mal sagen. Es wird auch zweite Liga geben, hat sich der liebe hier regiert der FCN gewünscht. Und dem gehen wir natürlich nach. Habt ihr auch mal Wünsche für ein spezielles Spiel, sei es mal ein Pokalspiel, ne, oder Champions League, haut's gerne in die Kommentare. Ne? Dem gehen wir immer gerne nach, warum nicht? Wir spielen ja sehr gerne solche Prognosen, von daher haut's gerne mal in die Kommentare. In diesem Sinn. Ha, Schnabbi, hast du noch was zu sagen? Ja, naja, also es war auf jeden Fall übelst spannend. 4-4, denke ich, im Endeffekt doch gerecht. Auf jeden Fall. Es passt ja gerade zum Verlauf der Stuttgarter. Ja, ich freue mich auf mehr. Definitiv. Das wird kommen. Und ja, wir machen auch keine Pause. Ähnlich wie die Bundesliga, da geht es straight weiter und ja, auch bei uns keine Pause. Wir haben noch richtig viel Matches vor uns und das wird richtig gut. Sei dabei und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye. Tschüss.